Exile, Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Isle of Siptah. Wir sind bereits vorgelaufen, kurz vor der Instanz, meine Lieben. Wir werden allerdings alle Mobs mitnehmen, weil letztes Mal hatten wir ja das Glück, diesen verderbten Stein zu finden. Und ich hoffe, dass wir bei den NPCs hier entsprechend noch mehr finden heute. Oh, der kann spucken. Und dann verkrüppelt er auch noch. Heute am Start natürlich wieder Goreng, der hat am meisten Leben, mein bester Tank. Ich habe kurz überlegt, ob wir den Dreier, ob wir den Dreiers Rull mitnehmen, aber den will ich erst noch ein bisschen aufleveln, habe ich mir überlegt. Goreng, der ist tot. Mehr geht nicht. Genau, und ihr seht auf der Waffenleiste eine verbesserte Waffe, und zwar die Hungerklinge. Ich war nochmal so frei, bei unserem Wolf ein bisschen abfarmen. Eigentlich in der Hoffnung, habt ihr keine Buchs, ne? Eigentlich in der Hoffnung, ich finde noch eine andere Waffe. Ich habe jetzt aber zweimal Hungerklinge bekommen und mein dritter Try war der Boss tatsächlich ohne Waffe. So, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Auch bei mir natürlich ist die Geschichte gepatcht worden mit den vielen Werkbänken. Ein, zwei musste ich mir angucken zur Vorbereitung. Für mehr hatte ich gar nicht die Muse. Haken wir erstmal ab, würde ich sagen. Gehen wir in die Instanz. Wobei ich das Gefühl habe, dass ein bisschen die Performance gelitten hat jetzt nach dem letzten Hotfix. Müssen wir mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal rein und lassen es uns gut gehen. Wir haben dabei ein paar Heiltränke normale. Die verbesserten konnte ich nicht machen. Da muss man sich, glaube ich, jetzt erst wieder eine neue Bench freischalten. Das gucken wir uns noch irgendwie in irgendeiner Form an. Kann aber noch nicht genau sagen, wie und wann. Jetzt gehen wir erstmal da rein, würde ich sagen. So, mein Freund. Buchsenloser Kumpel. Viel Damage machen die hier draußen schon mal nicht. Das ist gut. Ich habe natürlich beide Hungerklingen gleich aufgewertet. Wenn man schon das Glück hat, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich mich jetzt nicht gleich wieder überlade. Also Zwirn und Zeugs brauchen wir tatsächlich nicht. Hier unser Schlüssel, meine Lieben. Endlich mal! Sollen wir die alle mal? Komm mal her, ich farm die jetzt noch kurz ab. Ich nehme nicht an, dass wir 100 Jahre in der Innie brauchen heute. Aber es wäre halt cool, wenn man... Boah, Alter. Da muss man aufpassen, wenn wir drin sind. Wenn wir jetzt noch ein paar von den Steinen kriegen würden, wäre super. Komm, wir gehen rein. Vielleicht haben wir drin mehr Glück. Ich heile mich schon mal. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ein paar Sachen konnte ich tatsächlich nicht herstellen. Dann war ich halt eben schauen und habe die Dinger freigeschalten. Die ganzen Benches, die es jetzt gibt. Ich habe mir auch den Schminktisch noch nicht angeschaut und so weiter. Gucken wir mal, was wir morgen davon anstellen können. Was ist denn eigentlich das hier? Schwarzlotusblüte. So sehen die aus. Ich habe die bisher. Und was liegt hier noch so rum? Kristalle sind das. Ich dachte, es erst sind Kohlebrocken. Aber Kristalle haben wir daheim unendlich. Ich würde auch sagen, die brauchen wir jetzt auch nicht. Rote Farbe haben wir nämlich noch genug. So, gibt es hier irgendwas, was ich vielleicht abfahre? Also, guck mal, was sind das hier für Dinger? Das sind auch Kristalle? Diese Böbbel, das sieht so aus, als ob ich da was Spezielles rausbekomme, wenn ich es mal probiere. Pass mal auf. Nö. Zumindest nicht mit der Spitzhacke. So, komm her. Jetzt gehen wir rein. Freue mich jetzt sehr auf die Runde. Vor allem, weil wir jetzt endlich mal die große Kiste aufbekommen. Ihr seid da, ne? Wunderbärle. So, nochmal so einen kleinen Trank reingeknüppelt und dann gehen wir los. Ihr zwei, wie immer, einfach hinterher. Goreng, du bist ja heute fit, glaube ich, ne? Kann ich hier schon Leuchtschleim abgreifen? Bis jetzt nicht. Bis jetzt ist es nur kühlend. Ach Gott, jetzt habe ich gar keinen Unterwassertrank dabei für den Fall, dass wir da drin schwimmen müssen oder sowas. Das kann unter Umständen sein, dass ich nochmal raus muss dann, ne? Oh, Alter, guck mal, wie geil das hier mit der Treppe ist. Oh, das finde ich schon mal ziemlich cool. Sind wir mal gespannt, wie stark die Jungs sind. Der hat auf jeden Fall schon mal einen Dreizack in der Hand. Beim Teutades. Muss ich mal ganz kurz die wieder da drauf machen. Da können wir nämlich tatsächlich auch ein bisschen... Oh Gott, der ist ja schon fast tot mit einmal schießen. Okay, aber wie gesagt, das sind ja auch nicht so stark, die Mobs in der Innie. Schalentier da dabei. Das passt. Guck dir das an. Wir müssen hier bestimmt schwimmen. Würde mich wundern, wenn nicht. So. Ja, Goreng, du machst es schon gut. Der ist stärker als der Kleine, der hier rumkopft ist. Das einzig Komische an diesen Mobs ist tatsächlich, dass die Augen von denen finde ich krass. Als ob die nicht zwinkern. Gorengler, mach ihn weg, wenn er dir wehtut. Hau ihm. Das war's. Das lasse ich drin. Das nehmen wir mit.
Vor allem, ich brauche die Tage auch ein bisschen Silber. Was kriege ich denn da? Ich muss wenigstens gucken, ne, ob es da mal ab und zu was anderes gibt. Die Tage brauchen wir noch mal ein bisschen Gold. Ich habe nämlich tatsächlich mich jetzt für eine Rüstung entschieden. Für die Tänzerin. Verdorbenes, schmackhaftes Fleisch kriegen wir hier raus. Ob das wirklich schmackhaft ist, das Verdorbene brauche ich jetzt hier auch nicht. Die Knochen braucht man nicht, Kristalle braucht man nicht. Hauptsache, wir sind nicht überladen. Vielleicht machen wir heute gar nicht so viel mit abbauen und gehen einfach die Ini genießen. So, aber jetzt machen wir die Heilpfeile hier. Machen wir die Heilpfeile drauf. Ich muss es mir nur merken, was ich drauf habe. So, dann schauen wir mal, ob da schon Kisteln rumstehen. Also ich finde es genial mit den verschiedenen Völkern hier in der Instanz. Boah, das Licht da hinten. Ich sehe da vorne irgendwie ein Steuerrad. Bin jetzt aber auch mal gespannt gleich. Zwei stehen hinten, einer patrouilliert. Boah, das grüne Licht ist geil. Achso, ich habe Heilpfeile drauf, ne? Jo, töten wir sie mit Heilpfeile heute. Warum nicht? Zack, Mr. Schalentier. Aber ich kann ja einfach hier, pass mal auf, die zwei würde ich gerne dann separat pullen, weil die haben auch ein bisschen mehr Leben. Den können wir mit raus. Habe ich verfehlt. Aber die, wieso haben sie die reingemacht? Die leben ja fast nicht. Die sind ja fast nicht lebensfähig, die Jungs. Den würde ich jetzt gern. Ah. Jetzt habe ich ihn. Entweder ist das ein Trick und da kommen gleich welche, die viel, viel stärker sind noch. Guck mal. Also die sind irgendwie chokiger, ne? Ah, die brauche ich nicht. Dann gehen wir auf die zwei hier. Das sind auch unterschiedliche, oder? Ich mache mal dem hier ein paar Giftpfeile, bis er da ist. Okay, 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 das reicht schon, das reicht schon. Die, 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 die. Mein Freund, nicht Zwinkerer. Non-Zwinker. Oh. Wenn er dich dann doch erwischt, ist immer ein bisschen traurig. Goreng hat sein Zeug schon erledigt, der hat nichts im Loot. Käfer schmeißt man nachher raus, alles klar. Bin auf das Steuerrad gleich gespannt. Das haben wir schon geguckt. Wir gucken hier nochmal rein. Da vorne ist schon... Das ist doch so eine Kiste hier, ne? Beziehungsweise das ist sogar die Kiste. Guck mal hier, der Dreizack oder was, das Symbol. Also, erstes Mal jetzt. Die Klinge des Unholz. Ah, die Klinge des Unholz, Alterle. Die hört sich schon mal fett an. Wo ist sie denn? Die Klinge des Unholz. 51,9. Die hat mehr Schaden als meine Hungerklinge, die ich modifiziert habe. Schimmernde von unheiligem Leben ist eine Klinge. Legendär, verkrüppeln, Waffe, Vitalitätsbonus. Er muss jetzt zumindest probieren, ne? Die muss man zumindest probieren, Leute. Machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Ich weiß, dass ich sie danach nicht mehr modifizieren kann, aber ich habe keine Geduld zu warten, bis ich daheim bin. Die wollen wir jetzt schon probieren. Komm, wir gehen rüber. Da drehe ich natürlich gleich dran. Die Klinge des Unholz, mein Freund, habe ich dabei. Und die ist ein Einhänder, Leute. Oh, das ist ja geil. Nehmen wir mit. Orangener Pykos-Ableger. Eier brauche ich jetzt keine. Oh, orangener Pykos-Ableger. Was auch immer das ist, sieht nach Garten aus, ne? Vielleicht können wir hier für unseren Garten was holen. Lass mich mal ganz kurz hier irgendwo hin, wo es ein bisschen Licht ist. Ich will mal die Waffe. Boah, die sieht schon fett aus, ne? Bisschen rustikal, aber irgendwie auch gut. So, wir drehen am Rad. Komm, wir drehen am Rad. Oh shit, das haben wir gedacht. Es sieht wohl danach aus, dass ich entweder... Ja. Meine Lieben, das ist eine Tauchini, wenn wir Pech haben. Und ich habe keinen Drang dabei. Erstmal prüfen wir jetzt mal hier, ob ich da Leuchtschleim bekomme. Boah, und da sind überall Kisten, ne? Atemluft. Ja, wir gucken mal, ob wir es irgendwie so schaffen. Ansonsten muss ich tatsächlich Tränke besorgen. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Die Koralle nehme ich mit. Leuchtschleim nehme ich mit. Das und das nehme ich mal mit. Jetzt muss ich erstmal Luft holen.
Also ich nehme an, einen Trank mit Atemluft hätten wir hier gebraucht, ne? Wie wir es eigentlich auch vermutet hatten, aber ich habe jetzt irgendwie nicht mehr dran gedacht. So, einmal Luft geholt. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist natürlich, wo genau muss ich hin? Wenn ich es richtig gesehen habe, war da vorne ein Tor, ne? Und wahrscheinlich ein seitlicher Hebel. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, kommen wir da auf der anderen Seite auch wieder raus aus dem Wasser. Okay, es geht auf. Wow, ist es geil gemacht. Ist es geil gemacht, Leute? Respekt. Ziemlich geil, oder? Ziemlich geil hat es ausgesehen da unten. Ich hoffe, meine Tiere sind mitgeschwommen. Boah, hier sind überall Viecher. Jetzt habe ich das Problem gerade. Ich sehe meine Tiere im Moment noch nicht. Machen wir erstmal ihmchen hier. Ey, Polis, nimm eine Waffe in die Hand. Weißt du, einfach so, weil du es kannst. Oh, Alter. Ey, das war richtig beeindruckend, diese Unterwasserstelle gerade. Vielleicht sollte ich das ab und zu einfach mal so machen wieder. Da habe ich ja mein Zeug auch zusammen. Sehr, sehr geil. Was sind das hier für sprudelnde Quellen? Ah, da kommt wieder Wasser raus hier. Das ist keine sprudelnde Quelle. Das ist 500 Grad heißes Wasser. Dann wird es dampfen, noch mehr dampfen, ne? Oh. Der Kollege, der Kollege. Habt ihr zwei Fackeln noch in der Hand? Bäm. Wenn er den Move macht, der Goreng, dann ist vorbei mit Feinden. Den können wir lassen, wie er ist. Die Schalentiere will ich nicht. So, mein Friendler. Also ein Assassine, bis er also Damage macht, das schon. So ist nicht. Guck mal, irgendwie. Gerade eben hat er noch Loot gehabt. So, weiter geht's. Wir gucken natürlich in jeden Raum hinein. Der Raum der Kisten. Wie findet man ja noch einen Drang? Also die nehme ich auf jeden Fall mit, schon allein, weil ich nicht weiß, ne, was ich mit denen anstelle. Wenn wir Glück haben, vielleicht kann ich sie in den Brunnen pflanzen. Das wäre natürlich auch geil. Haben wir gerade eine Mechanik ausgelöst? Hat sich so angehört, gell? So, kommt da hinten ist noch einer. Hallo, mein Freund. Ja, dann kohlen wir mal geschwind in die Erdluft. Okay, der hat noch einen Käfer dabei. Türe, keine Kiste zu sehen im Moment. Oben, nach oben geht's auch nicht irgendwie. Ich guck mal ab und zu wieder, ne? Das, nicht, dass ich irgendwelche Leitern übersehe. So, hier sind wir rausgeschwommen. Und den Bereich haben wir sauber. Nochmal kurz alles abgelaufen. Räumchen haben wir. Ein Räumchen, ein Räumchen. Noch ein Räumchen. Die Kiste haben wir gelootet. Dann geht's rüber jetzt. Da war dann diese prickelnde Quelle. Also, das hat mir richtig gut gefallen jetzt hier unten. So. Das ist natürlich bescheuert. Und jetzt bin ich überlastet. Nicht überlastet. Was haben sie denn da wieder kaputt gepatcht? Oh. Der Mister spuckt. Ist es der da so spuckt? Okay, die haben unheimlich viele Crowd-Control-Möglichkeiten, die Jungs. Das ist gar nicht gut. Okay, die sind jetzt so super stark. Was? Nehme ich jetzt mal mit. Goreng, wie geht's denn dir eigentlich? Honig hast du ja dabei, ne? Ja, der Goreng hat Honig ohne Ende. Okay, aber die Instanz gefällt mir sehr gut. Ich mag das grüne Licht unheimlich und die Aufmachung. Und guck mal auch hier oben, ne? Die Lampen und alles. Also es ist schon ziemlich cool gemacht. Aber verderbter Stein, das war wahrscheinlich ein random Job. Wir haben keinen einzigen bis jetzt gelootet hier drin. So, ich guck durch. Das nehmen wir mit. Öl nehmen wir mit. Die Geschichte. Wasserkugeln kann ich auch nicht da lassen. Aloe nehme ich auch mit. Das reicht mir schon. So.
Die Mechanik, die löse ich dann später aus. Ist hier wieder was zum Abtauchen? Nö. Das gefällt mir gar nicht. Außerdem hast du das Nashorn angespuckt. Was ist das für eine Waffe? Langschwert. Mit 27. Ach, das lassen wir drin. Das brauchen wir nicht. So, dann haben wir hier im Räumchen nochmal einen. Der im Räumchen ist ein Träumchen. Schalalalalala. Codeless, mein Name. Exiles! Oh, der Goreng ist sauer auf dich, Digga. Das hast du jetzt nicht gut überlegt. Hui, die zusammenklappen, ne? Wie wenn du den ins Knochengerüst rausziehst kurzzeitig. So. Schalala, das war's. Können wir die Mechanik auslösen? Weil hier haben wir ja alles, ne? Da liegt ein Toter. Da haben wir geschaut. War da jetzt keine Kiste drin? Nee. Alles klar. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, die ist nicht so groß, die Instanz. Da kommt wieder so ein Wasserrad. Vorhin hatte ich im ersten Moment gedacht, wenn du das Rad drehst, wird wahrscheinlich das Wasser abfließen. Ne? Erinnert ihr euch an diese eine Instanz auf Classic, wo du tatsächlich mit einem Pfeil und Bogen schießen musstest auf diese Dinger und so? Das war richtig cool. Digga, wenn du mich so drängst, ist das einfach nichts. Okay, jetzt haben wir irgendwie ganz viel gepullt. Ach, ich hau einfach mal ein paar Pfeile hin. Komm, stirb. Ach so, ich habe schon wieder Heilpfeile drauf. Habe ich jetzt gemacht zum Heilen, ne? Ist klar. Ich habe es vergessen umzuschalten. Komm, ich schalte es gleich um. Ach, kann ich nicht. Ich habe die nicht rausgezogen. So typisch wieder, ne? Das war ja wohl nix gerade, oder? Ja, das Problem ist, dass ich mich da immer nicht entscheiden kann. Also die Waffe ist cool, die brauchen wir jetzt aber nicht. Die kriegt mein Thrall wahrscheinlich. Und dann kann er nämlich... Ja doch, das machen wir. Die kriegt der Dreier Thrall. Ich wollte mir die Pfeile hier draufziehen. 2. 3 ist ausgewählt. Zurück auf die 1. Die 2 haben wir. Eine liegt noch irgendwo. Ach, wieder das Langschwert. Guten Loot haben die nicht dabei, die Jungs. Ne? Die Kleinen. So, schauen wir mal. Also hier geht's runter, müssen wir uns merken. Der Gang ist sauber. Jetzt schauen wir hier mal kurz rein. Einer. Ein Möble. Wir bekämpfen Wasser mit Feuer, ist doch klar. Und hier kann man auch rein, offensichtlich. Mal gucken, ob ich ein bisschen fähig bin zum Tauchen heute. Ah, ich habe mal gedacht, dass ich die Dränge brauche. Ich hab's vergessen. Das können wir lassen. Pass mal auf, wir machen erstmal alles clear auf der Etage. Dann werde ich da gleich reinhopfen. Gucken hier noch durch. Das sieht nach Mechanik aus. Schöne Instanz ist es. Hier wird es wahrscheinlich dann final gleich weiter. Ah, das ist noch zu. Das müssen wir dann erst aufschrauben. Okay, merken wir uns. Und hier ist auch nichts mehr, ne? Oh. Ist mir das sehr geil, dass ich immer mit der Fackel jetzt... Goreng! Jetzt Goreng, Ansturms-Move. Sei ruhig sauer, wenn der dich schlägt. So, jetzt kommen wir dazu. Perfekt. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Die haben wir sauber. Ich hole nochmal die Dings raus. Schön, dass wir die Kiste aufbekommen haben und gleich eine legendäre Waffe. Hier ist auch... Hier ist auch so ein Becken. Ich hopfe da jetzt mal rein. Habt ihr auch das Geräusch gehört gerade? War das das Geräusch, weil die Fackel jetzt ins Wasser kam oder war das Säure? Kurzer Moment. Hat sich angehört, entweder wie Säure auf der Haut, ne? So, ich gehe erstmal runter und gucke mich um. Okay, da ist eine Kiste. Die machen es dir hier nicht so leicht mit dem Loot, ne? Okay, aber hier geht es nirgends weiter. Es sind tatsächlich... Und die Eier hier, diese Kaulquappeneier, das sind bestimmt die Nachkömmlinge von denen, oder? Da gehen wir hinten auch gucken. Dim, 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 dim. Kann man ja schon mal aktivieren. Und dann hopfe ich da rein. Zum Glück sind keine Unterwasserwesen jetzt da gewesen, die mich wegschnetzeln, oder? So, runter.
Hier ist es sehr dunkel, aber da geht es eigentlich auch um die Kiste, glaube ich, ne? Immer. Das nehme ich mit, das lasse ich da, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Rest ist mal wurscht. Halt! Nee. Kugeln nehmen wir natürlich mit. So, und raus wieder. Das mag ich schon hier, die Mechanik. So, meine Lieben. Dann schauen wir mal, was uns die mitgebracht hat. Nehmen wir an, das wird dasselbe Spiel sein wie gerade. Wenn eine Kiste da ist, hole ich die erst. Wenn sie richtig... Guck mal, der Dampf, was ist das vielleicht tatsächlich, dass ich da Luft bekomme? Ne, die Atemluft geht trotzdem weg. Sehr, sehr geil. Kiste, ganz kurz durchgeguckt, nehmen wir nur das mit. Die Ranken hätte man natürlich auch mitnehmen können, sehe ich gerade, aber jetzt habe ich schon angefangen, die liegen zu lassen. So, jetzt gehe auf, dass ich Luft kriege. Da gehe ich jetzt aber gleich nochmal gucken. Da hinten geht es nämlich auch rein. Ich hole nur mal eben Luft. Seht ihr, da hinten ist so eine Einbuchtung. Da sollte man mal kurz reintauchen, finde ich. Oh. Vielleicht machen wir auch erst sauber. Viecher noch nicht da sind. Ja, ja, komm nur rüber. Oh, der war geil. Was hat er da gemacht? Oh, Kumpele gerufen. Marson ist da. Korrekt noch nicht, ne? Jetzt. Jetzt hänge ich zwar im Goreng drin, aber er ist da. Das zählt ja schon allein. Mal geschwind einen Trank nehmen. Also diese Schallwelle, das war ja mal genial jetzt gemacht. Das braucht man nicht, das Zeug. Den brauchen wir auch nicht. Das auch nicht. Ich nehme eigentlich nur die grünen Dinger mit, oder? Machen wir erstmal sauber, bevor ich da reintauche. Hier haben wir schon sauber. Keine Kiste. Schöne Instanzen haben sie gemacht. Und abwechslungsreich. Wir haben bis jetzt jedes Mal was anderes so ein bisschen erlebt. Andere Mobs, andere Farben. Mir gefällt das. Schon wieder. So, heute bist du drauf. Boah, Alter, was ist denn das für ein fetter Move, den du da gemacht hast? Oh, mein Gorengle. Hat er selber schuld. Na? Der ist kaputt, aber wo ist der andere? Hast du den alleine jetzt weggemacht? Weißt du, die Sachen nehme ich dann schon mit. So, einmal kurz Ringelrei, Kiste. Die sind interessant. Da bin ich mal gespannt, was man damit anstellen kann. Halt, die hast du auch mit. Brauchst du nachher schon nicht runterlaufen. So, kurzer Raumcheck. Dann noch einmal tauchen und dann wieder Mechanik, ne? Da hinten geht es jetzt dann weiter. Sieht auch super interessant aus. Freue ich mich schon drauf. So, hier nochmal ganz kurz reinglinst, dass ich nichts übersehe. Passt. So, Leute. Hopfen wir mal ganz kurz hier nochmal runter. Das war hier, da wollte ich mal ganz kurz reinlinsen. Ob da irgendwo, ob es da irgendwo hingeht, in den Geheimgang oder sowas. Nee, ne? Nee. Aber wir mussten ja schauen. Alter, ist das cool hier. Sehr, sehr geil. Okay, dann stärken wir uns kurz und dann geht es direkt weiter hinten im nächsten Raum. Jetzt habe ich gerade gelesen, ertrinken nicht möglich. Wollte gerade sagen, ist okay, da freue ich mich. Durst hat er hier gar keinen irgendwie, gell, der Gute. So. Dem. Komm, nimm noch einen. Ich habe extra viele mit. Weißt ja dann doch noch, was dich hier so erwartet. So, mein Freund. Aber hey, eine Instanz ist so eine Waffe durchgebollert, ne?
da hängt auch so ein Ei rum. Ich nehme an, wir kommen in Richtung Boss. Es ist ja absolut schön hier. Das ist schon ziemlich geil, oder? Coneless. Bei den Fischeiern. Warte mal, da muss ich jetzt natürlich ganz kurz... vielleicht kriege ich da schon mal ein Screenshot hin. Das wäre doch cool. Die klappernden, schwabbernden Fischeier. Aber weißt du, was ich immer sage? Hauptsache Eier. So. Digga! Komm, mach deinen Special Move. Goreng, du bist einfach eine Maschine, ich sag's wie es ist. Könnt ihr ja auch die Frösche quaken? Boah, wie mir der Raum gerade hier zusagt. Ich weiß jetzt auch, warum der keinen Durst hat, weil ich ständig am E drücken bin, um zu gucken, ob ich die Pflanzen kriege. Und der trinkt die ganze Zeit hinter mir, kämpft schon wieder. Wahnsinn, oder? Was ich noch nicht ganz Kraft habe, ist, wo die herkamen. Hast du da zwei down gemacht oder wer ist da? Die haben jetzt alle keinen Loot gehabt hier, die Jungs. Nochmal zwei. Das Auxhelm? Der Goreng mich aus der Scheiße holen. Bis er aufgestanden ist. 100 Jahre. Da stimmt auch was nicht. Normalerweise ist die Vorschau immer da. Manchmal nicht. Ich muss die jetzt probieren. Lass uns mal kurz hier hochsteigen. Ich hab, geht nicht klettern. Geht mir nicht mal richtig hüpfen. Fackel raus. Alter, wie wenn ich Millionen Augen anschauen. Nächster Raum. Der leuchtet hier so, der Typi. Ah, der runterleuchtet wegen Wasser. Ich dachte gerade. Das ist vielleicht ein spezieller. Guckt, der ist umgefallen. Oh, das sieht mir nach einem neuen Dolch aus. Eisenpieke. Die nehme ich natürlich mit, weil ich habe das Gefühl, die könnte man irgendwem ausrüsten zum Style. Au, hier sind wieder so Nebenräume. Machen wir erstmal den hier noch weg. Boah, die habe ich gar nicht gesehen. Gestellt für den Goreng. Goreng blutet, aber der ist noch fit, ne? Der braucht nichts. Der hat sein Honig und alles. Das nehmen wir mit. So, ich muss mal kurz zum Nasi. Die scheint doch ein bisschen größer zu sein, die Ini. Ich habe erst Angst gehabt, das ist wieder so eine kleine wie letztes, ne? Die Waffe passt mir auf. Das Gras kriegst du rüber. Das hier brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. So. Da müssen wir dann später gucken. Da hinten habe ich eine Kiste gesehen. Nee. Komm ich raus. Kiste. Hier ist zu. Ha, jetzt ist die Frage. Hier ist ja nichts, ne? Also hier unten durchtauchen geht nicht. Da sehe ich auch keinen Auslöser. Wir müssen also hier außen rum, entweder links oder rechts durch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier. Und gucken mal. Hallo, mein Freund.
wo es dich versteht. Gorengschlag. Sehr gut. Also langsam werden wir ein Duo. Was ist jetzt mit der Musik auf einmal los? Ach, guck mal hier, ne? Ich nehme an, wir müssen drüben noch eins bewegen. Ah ne, da ist die Mechanik gerade passiert. Ne, oder? Ich hänge wieder irgendwie. Guck mal. Ich konnte hier aufsitzen. Ich denke, das geht in Inis nicht. Hätte ich jetzt nie wieder probiert, wenn es nicht aus Versehen passiert wäre, ne? Hallo. Nasi hat die Schnauze voll, hat sich wahrscheinlich gedacht, nee, ich werde doch jetzt hier nicht mein Leben lang nichts machen. Ist ja langweilig, mit dem Nasi zu kämpfen halt, ne? Ja, ist gut, das ist tot. Digga, ich wusste gar nicht, dass wir zwei und so, ne? War bestimmt ein Bug, oder? Oder sie haben es geändert, man weiß es ja nicht, ne? So, ich nehme an, wir müssen jetzt oben gucken, was da passiert ist, was ich hier ausgelöst habe. Ja. Komm, wir gehen hoch. Auf einmal kannst du reiten hier. So, Frage. Aha. Hier sind wir rein und das ist aufgegangen hier. Aber so mehr oder weniger dieses Gegengewicht bewegt, ne? Oh, der hat aber eine schöne Frisur hier, der Kollege. Ist das der Boss? Das ist der Boss, ich hält. Scheiße. Wieso steht der da so, als wäre sie nicht der Boss? Raff ich jetzt nicht. Hat eine schöne Frisur. Leuchtet da vor sich hin. Goreng! Tankt mir den mal an, Gorengi. Okay, ich lasse den mal ein bisschen draufschlagen, bevor ich mich ein... von wegen, ne? Oh, Gorengle, Alter, da muss ich ein bisschen Damage drauf machen auf den. Goreng hat keinen Bock heute. Nee. Der hängt uns am Nacken. Jetzt hat er sich's überlegt. So, Nasi, bleib mal nur kurz hier. Jetzt ein Heilpfeil, Digga. Gorengen Heilpfeil. Und zack, Boss. Ich habe umgeschalten, oder? Ja, ja. So. Oh. So Gift-Moves sind immer bescheuert. Mach mal gemütlich. Ich weiß nicht, vielleicht ist es aber auch nur so ein Zwischenboss, weil der stand ja jetzt echt komisch da rum, ne? Das war's gewesen. Gut gemacht, Goreng. Kann sich nicht sagen, ob das jetzt der Boss ist oder nicht. Vielleicht ist das aber auch... Nee, das ist nicht der Boss. Das war einfach nur eine Elite, oder? Wir gucken mal. Oder wir kommen jetzt in den Lootraum. Das kann natürlich schon sein. Sehr, sehr beeindruckende Inis. So, komm her, wir gucken. Hey, das war der Boss. Der stand halt einfach da vorne und hat sich mit dem Kollegen unterhalten, ne? Ist ein Boss des Volkes sozusagen. Das war's, meine Lieben. Wir gehen schon wieder an den Loot. Coole Geschichte. Genau die richtige Zeit. Ich glaube, die Inis sind alle um die halbe Stunde, ne? Am Anfang haben wir nur damals ein bisschen länger gebraucht, weil ich halt nicht ausgerüstet war. Zack. Und zack. Naja, dann kannst du die auch entsprechend abfarmen, ne? So, mittlere Kiste. Hier war ja noch nie wirklich eine Waffe oder sowas mal drin, ne? Kohle nehme ich jetzt mal mit. Ich habe noch ein bisschen Gewicht über, das langt so. Sind wir mal auf die Szene gespannt, oder? 3, 2, 1 und... Da ist sogar gemütlich. Die haben Geheimnisse, die Fischmenschen, Leute. Das ist bestimmt ein Bug. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Könnt ihr mal mitteilen, wenn ihr hier schon drin wart? Habt ihr ein Bild gehabt?
Bei so Spielen ist es immer das Schlimmste, wenn eine, wenn, wenn ein Update kommt. Egal, ob es ein kleines oder ein großes ist, du bist immer am Überlegen, was stimmt nicht, passiert irgendwas. Tja, verderbter Stein habe ich leider keinen bekommen. Dafür haben wir eine schöne Waffe gekriegt. War die eigentlich legendär oder war die eher so eine epische? Warte mal, ich guck nochmal. Dann treffen wir uns morgen an der Base, ne? Die Dreier-Tänzerin muss ich noch rausholen, habe ich die Tage vergessen. Ist eine legendäre Waffe. Oh, schön. Schön. Und wieder eine Instanz auf unserer Liste. Wie viele Inis haben wir denn jetzt eigentlich gemacht? Gehen wir mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt den Hafen der zweifach Ertrunkenen. Wir haben Bau der Dämonenspinne. Wir waren bei den Kobolden. Wir waren bei den Teufeln. Ne? Wir waren bei den Wolfsbrüdern 1, Wolfsbrüder 2. Und bei den Schlangenmenschen waren wir hier. Und bei den Fledermäusen. Wow, haben wir schon einige gemacht. Die haben wir noch nie besucht hier. Zuflucht der Fremden, ne? Müssten jetzt noch um die 5, 6 Inis sein. 14 sind es, glaube ich, gesamt. Meine Lieben, dann sehen wir uns morgen zu Hause. Dann dappe ich jetzt gemütlich zurück. Freue mich auf euch und passt auf euch auf. Bis dann.